Wir reden immer recht viel über die deutsche Luftfahrt und vieles davon lässt sich selbstverständlich, aber eben nicht alles, auch auf die zivile Fliegerei in Österreich übertragen. Lufthansa-Tochter Austrian Airlines hat jetzt ganz klar angedeutet, dass sich vieles in naher Zukunft ändern muss. Und wie diese Veränderungen bei der Fluggesellschaft, auf den Flughäfen des Landes und bei der Konkurrenz aussehen können, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Und wir gucken uns mal an, warum die Schritte, die Austrian Airlines jetzt einleiten wird, und das, obwohl die schon einige wirklich negative Stimmen hervorgebracht haben, warum diese Schritte absolut nachvollziehbar sind. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, die Österreicher, also Austrian Airlines, die stricken ihre Strategie jetzt ganz klar um und werden in naher Zukunft ordentlich was verändern. Vorweg lässt sich direkt mal sagen, damit macht man sich fit für einen immer stärker werdenden und vor allem nach der Air Berlin bzw. Niki-Pleite an einigen österreichischen Standorten immer schneller stärker werdenden Konkurrenzkampf. Allein die Tatsache, dass sich Austrian Airlines in den letzten Jahren eben nicht ein riesiges finanzielles Polster aufbauen konnte, um eventuelle Schwankungen am Markt und auch kurzfristige und plötzliche Entscheidungen der Konkurrenten einfach so aufzufangen. Allein das zwingt die Fluggesellschaft jetzt schon dazu, sich im Vornherein stabil aufzustellen und eben nicht darauf zu warten, bis sich andere Carrier, meist Low-Cost-Carrier, auch am Heimatflughafen der Austrian Airlines, am größten Flughafen des Landes, am Flughafen von Wien, breit gemacht haben und damit das alltägliche Leben der Austrian Airlines durchaus enorm schwer machen könnten. Denn nur mal so ganz nebenbei, damit man das nicht aus den Augen verliert, das Austrian Airlines Leitwerk, das bestimmt ja schon seit Jahren nicht mehr das Bild am Wiener Flughafen. Da gibt es noch durchaus die ein oder andere Fluggesellschaft, zum Beispiel Laudamotion, Eurowings Europe, EasyJet Europe oder auch ein Level-Ableger. Das sind schon mal vier Fluggesellschaften, die kein Österreich im Namen haben, aber es sind alles österreichische Fluggesellschaften, die auch noch eine ganze Menge vorhaben und es sind alles vier Fluggesellschaften, die ihren Sitz am Flughafen Wien haben und dort jetzt immer weiter expandieren möchten. Wie gesagt, das hat man oft gar nicht so auf dem Zettel, aber man sollte das nicht vergessen, denn die größte österreichische Fluggesellschaft ist keineswegs mehr Austrian Airlines, sondern es ist EasyJet Europe. Die haben knapp 50 Flugzeuge mehr in der Flotte als die Österreicher selbst. An dieser Stelle muss man dann aber auch selbstverständlich dazu sagen, dass dieser EasyJet-Ableger in Österreich natürlich nur so schnell so groß werden konnte, weil es zu den Vorbereitungsmaßnahmen für den Brexit gehörte, da jetzt eine Fluggesellschaft zu gründen und dort so viele Flugzeuge wie möglich zu platzieren. EasyJet Europe wurde nämlich erst 2017 mit Sitz am Flughafen Wien gegründet und hat jetzt schon 130 Flugzeuge in der Flotte. Das ist selbstverständlich mit einem Hintergedanken passiert. Aber nichtsdestotrotz ist diese Fluggesellschaft ja da. Diese Fluggesellschaft hat einen gewissen Marktanteil an der österreichischen Zivilluftfahrt, hat ihre Flugzeuge auf dem Flughafen Wien stehen und bedient auch Monat für Monat einen immer größer werdenden Flugplan aus Wien heraus. Und dann sollte man selbstverständlich auch Laudamotion nicht unterschätzen. Klar, das ist eine ganz neue Fluggesellschaft, eine Fluggesellschaft, die gerne mal belächelt wird, aber auch die haben ambitionierte Pläne und scheinen sehr motiviert zu sein. Da verweise ich sehr gerne mal wieder auf ein interessantes und aktuelles Interview, welches auf aerotelegraph.com veröffentlicht wurde. Da hat man sich mit dem Geschäftsführer Andreas Gruber unterhalten. Und als wir die letzten Male über Laudamotion gesprochen haben, da ging es meist darum, dass die Fluggesellschaft ja jetzt quasi all die Flugzeuge, auf denen überhaupt Laudamotion draufsteht, an die Lufthansa zurückgeben muss. Und auch da war uns schon klar, dass man mit Ryanair als wirklich starken Partner im Rücken und mittlerweile ja auch als 75-prozentigen Anteilseigner der Laudamotion, da war uns schon klar, dass selbst wenn die Fluggesellschaft dann alle aktuell bei ihr fliegenden Airbusse zurück an die Lufthansa Group gegeben hat, dass sie dann nicht einfach so von der Bildfläche verschwinden werden, sondern Ryanair trägt Laudamotion über gewisse finanzielle Schwierigkeiten drüber. Man bekommt die finanziellen Mittel, um recht schnell in eine vergleichsweise große Anzahl an eigenen Flugzeugen zu investieren und die Fluggesellschaft so auf eine stabile und vor allem eigene Basis zu stellen, von der aus sie richtig gut funktionieren kann. Und das scheint auch hier wirklich gut zu funktionieren. Und die bei Laudamotion, die sind wohl deutlich motivierter, als wir uns das am Anfang gedacht hatten. Und die Planung, die sind mittlerweile richtig konkret geworden. Es ist natürlich kein Geheimnis, dass Laudamotion als der Neue am Markt sehr, sehr große Vorteile aus der Partnerschaft mit Ryanair zieht. Und vielleicht würde es die Laudamotion zum aktuellen Zeitpunkt
schon gar nicht mehr geben, wenn sie nicht Ryanair im Rücken gehabt hätten. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Mittlerweile hat die Laudamotion schon, soweit ich weiß, 4 Flugzeuge in eigener Bemalung. 2 davon kommen aus dem ehemaligen Turkish Airlines Bestand und Nummer 5 und 6 werden jetzt bald in den nächsten Wochen zu Laudamotion kommen. Eine Maschine davon kommt aus Katar, die andere aus Brunei. Und es sollen laut Aussage des Geschäftsführers Herrn Gruber schon im Sommer des Jahres 2019, also jetzt gerade in wenigen Monaten, sollen es bereits 21 eigene Airbus A320 sein, in eigener Laudamotion-Bemalung und vor allem mit eigenen 180 Laudamotion Sitzen. Dann sollen es im Jahr 2020 schon über 30 eigene Flugzeuge sein und im Jahr 2021 über 40 eigene Flugzeuge. Und das ist wirklich ein recht ambitionierter Wachstumsplan. Aber es ist ein Wachstumsplan, der sicherlich nicht zuletzt auch durch die Unterstützung von Ryanair tatsächlich genauso umgesetzt werden könnte. Tja, und wie gesagt, das muss man sich dann erstmal wieder vor Augen führen. Die Anzahl der Stationen, die Anzahl der Flughäfen, an denen Laudamotion Flugzeuge stationiert sind, die dürfte bis 2021 ja dann sicherlich recht überschaubar bleiben. Aktuell sind das 4 Standorte und das wird dann wahrscheinlich in naher Zukunft auch erst einmal so bleiben. Und wenn die dann wirklich über 40 eigene Flugzeuge haben, dann platzieren die sicherlich auch einige davon am Flughafen Wien. Denn dieser Standort steht nun mal ganz oben auf der Liste. Natürlich kommen da nicht alle 40 Flugzeuge hin, aber es kommen einige dahin und man muss bedenken, dass wenn Laudamotion dann wirklich 2021 bereits über 40 eigene A320 in der Flotte haben wird, dann haben sie zu dem Zeitpunkt mehr Flugzeuge aus der A320-Familie als Austrian Airlines selbst. Und das ist ja dann nur Laudamotion, die vor allem jetzt durch ihren großen Partner im Rücken so ein Wachstum fahren könnten. Und dann gibt es ja noch andere Fluggesellschaften. Eben, da habe ich davon noch 3 Stück genannt. Und dann gibt es ja auch ausländische Unternehmen wie zum Beispiel Wizz Air, die ganz klar angedeutet haben oder angekündigt haben, dass sie am Flughafen Wien weiter wachsen möchten. Und der Flughafen Wien hat vielleicht nicht unendlich viel Platz für alle möglichen Flugzeuge von allen möglichen Fluggesellschaften, aber es ist ja kein Geheimnis, dass nachdem Air Berlin und dadurch auch Niki an diesem Flughafen verschwunden sind, nachdem sie sich komplett vom Markt zurückgezogen haben, zwangsweise, da ist extrem viel Potenzial wieder auf den Markt geschwemmt worden und die Fluggesellschaften müssen jetzt gucken, wie sie dieses Potenzial so schnell wie möglich für sich nutzen können. Dabei muss das ja gar nicht mal unbedingt Wachstum für den Luftfahrtstandort Wien als solches bedeuten, also der Flughafen kann vom Ding her ja bleiben, wie er ist, beziehungsweise in üblichem Tempo weiter wachsen, aber für einzelne Fluggesellschaften kann das eben plötzliches, schnelles und einfaches Wachstum bedeuten. Dass nun also von allen möglichen Seiten, sei es jetzt aus Österreich selbst oder aus dem Ausland, vor allem Low-Cost-Carrier nach Wien drängen, das ist kein schleichender Prozess und die lösen da keine traditionsreichen, alteingesessenen Fluggesellschaften ab und niemand bekommt das mit, sondern es ist einfach die aktuelle Lage, die diesen mehr oder weniger flexiblen Fluggesellschaften die Möglichkeit gibt, hier schnell zu wachsen. Und davon hat die nationale Fluggesellschaft, also Austrian Airlines, wenig bis gar nichts, wenn sie nicht reagieren. Und damit kommen wir jetzt zu den anfangs besprochenen Veränderungen. Austrian Airlines wird nun Umbaumaßnahmen bei der eigenen Flotte und beim eigenen Flugplan durchführen. Dabei wird man sich mehr auf das eigene Drehkreuz, auf den eigenen Heimatflughafen, den Flughafen Wien, konzentrieren. Damit das funktioniert, wird dafür auch an anderen Stellen zusammengestrichen bzw. umgeschichtet. Die aktuell 18 in der Flotte der Austrian Airlines befindlichen Turboprop-Flugzeuge sollen bis 2021 wegkommen und sie werden dann durch 10 Airbus A320 ersetzt. Dabei ist unschwer zu erkennen, der A320 bietet das eben angesprochene mehr an Kapazität, was dabei helfen wird, sich auf den Heimatflughafen Wien zu konzentrieren und dort zu expandieren. Gleichzeitig sind es von der Anzahl her aber selbstverständlich auch einfach weniger Flugzeuge. Das bedeutet, Strecken, die Austrian Airlines zum aktuellen Zeitpunkt noch mit ihren Turboprop-Flugzeugen bedient, die werden dann auf die Embraer-Flugzeuge bzw. auf die Embraer-Flotte umgelegt. Und Strecken, die vorher durch die Embraer bedient wurden, die werden dann auf den Airbus A320 umgelegt. Und so fallen irgendwo an irgendeiner Stelle Strecken runter. Allein durch das Umschichten auf die anderen Flugzeugtypen zieht sich das Netz an möglichen Stationierungsorten für die Austrian Airlines Flugzeuge immer weiter zusammen, zum Flughafen Wien hin. Dadurch erhöht sich die Kapazität am Flughafen Wien der Austrian Airlines um wahrscheinlich etwa 10%, wenn das mit dem Flugzeugdurchtauschen abgeschlossen ist. Das alles passiert, während mit den hinten runterfallenden und ganz wichtig dezentralen Strecken der Austrian Airlines, also Flugverbindungen, die von Austrian Airlines durchgeführt und bedient werden, aber nicht am Flughafen, am Heimatflughafen Wien starten, während die Strecken hinten runterfallen, nehmen die dann auch gleich die dazugehörigen Stationierungsorte mit. Das heißt, Altenrhein, Graz, Innsbruck, Klagenfurt,
Frankfurt, Linz und Salzburg werden als Austrian Airlines Basis in den nächsten Monaten bzw. in den nächsten Jahren in naher Zukunft dicht gemacht. Und die dort beheimateten Mitarbeiter, das sollen knapp über 200 Leute sein, die können dann nach Wien wechseln. Puh, das klingt neu und nach Veränderungen. Aber ganz ehrlich, das war ja auch gar nicht anders zu erwarten, oder? Ich meine, die Strategie unterscheidet sich wohl kaum von der Strategie, die die Lufthansa bereits seit Jahren verfolgt. Heißt, Lufthansa-Flugzeuge auf Kurz- und Mittelstrecke, die fliegen nun mal von bzw. nach Frankfurt oder München. Dezentrale Strecken werden durch eine Lufthansa-Tochter, in diesem Fall Eurowings, durchgeführt. Und warum sollte das in Österreich anders laufen? Heißt, dezentrale Strecken hier in Österreich, die zum aktuellen Zeitpunkt noch durch Austrian Airlines durchgeführt werden, heißt Strecken, die in einem Austrian Airlines Flugzeug stattfinden, die einen aber nicht nach Wien bringen, die könnten auf kurz oder lang tatsächlich auch hier durch eine Eurowings übernommen werden. Gleichzeitig schafft man sich mit der Umstellung auf Airbus-Flugzeuge einen weiteren wirklich wichtigen Vorteil. Wir reden da auch immer mal wieder im Zusammenhang mit anderen Fluggesellschaften drüber. Durch diese Umstellung verringert sich die Komplexität im Unternehmen. Und Komplexität bedeutet hier einfach Geld. Heißt, weniger Komplexität sorgt für mehr Effizienz. Und am Ende des Tages auch dafür, dass man entweder mehr Geld einsparen bzw. mehr Geld verdienen kann. Austrian Airlines reagiert damit auf die schon begonnene bzw. immer weiter voranschreitende Entwicklung am Flughafen Wien und macht sich damit fit für weiteren Gegenwind. Schafft man das so, wie man sich das zum aktuellen Zeitpunkt vorstellt, dann sichert man sich auf der einen Seite die eigenen Marktanteile am Heimatflughafen Wien, sorgt aber auf der anderen Seite auch dafür, dass man den Standort für sich stark macht und schafft sich damit die eigene Möglichkeit, weiter langsam und in einem gesunden Tempo zu expandieren. Und das alles, bevor ein Haufen an Low-Cost-Carriern kommt und ein bisschen wilder und plötzlicher diese möglichen Marktanteile wegschnappt. Und deswegen klingt das doch nach einer sehr nachvollziehbaren Entwicklung, oder nicht? Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen dabei. Und ich freue mich sehr auf eure Gedanken zu diesem Thema. Ich weiß, es ist so mit Veränderungen, das sieht man immer nicht so gerne. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber das sind, wie gesagt, doch nachvollziehbare Veränderungen, die man hier angehen möchte. Ja, und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön an Christoph raus. Vielen lieben Dank an dich für deine großzügige und sehr nette Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Vielen lieben Dank dafür und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.